Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte hier fortzuführen. In der letzten Folge sind wir ja fast draufgegangen, wo wir hier das Camp gestürmt haben. Ja, war auch mein Fehler, bin hier voll mit dem Motorrad rein. Ja, und dann wurde ich auch schon beschossen. Ja, wir haben jetzt hier sozusagen dort drüben auf der linken Seite, also ja, genau da drüben haben wir den Generator eingeschaltet und jetzt müssen wir zum Bunker und der Bunker befindet sich genau vor uns und da wollen wir jetzt rein und das machen wir auch. So, Sesam, öffne dich. Kann man da reinspringen? Nee, er geht. Hilfe. Oh Mann, diese ekelhaften Zombies. So, wir sind unten. Oh, hier gibt's ein Tresor. Nice. Hoffentlich sind keine Viecher hier unten drin. So, warte mal, wie war das jetzt nochmal? Ah ja. Untersuche den Bunker. Ja, bisher finde ich nichts. Hier sollten wir vielleicht mal auf Nahkampf rüsten. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Nahkampf ist immer wichtig. Nahkampf ist absolut wichtig. Sie haben ziemlich viel markiert. Was aus guten Patrioten wird. Okay. Für die Fahrt rüsten. Herstellungsrezept freigeschaltet. Okay. Nagelbesetzter Baseballschläger. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich geil. Rezepte. Neu entdeckte und herstellbare Rezepte sind im Überlebensrad zu sehen. Cool. Bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Oh, ist eine gute Idee. Wollen wir hier kurz ein Nickerchen machen? Ich weiß nicht, ob der gute Deke auch ab und zu mal schlafen muss, damit er sich erholt oder besser erholt, bessere Ausdauer hat. Weiß ich jetzt nicht. Okay, so. Wo müssen wir hin? Waffenschrank. Gibt's hier wieder neue Waffen? Pistole. Könnten wir kaufen und jetzt haben wir hier, was ist das? Eine Armbrust und eine Drifter-Armbrust. Okay. Ja, nehmen wir die doch einfach mal, oder? Okay, unser guter Boozer hat Motorengeräusche gehört. Gehen wir hier erstmal wieder hoch und ich habe ja vorhin irgendeinen Baseballschläger gefunden. Und nehmen wir unser Messer und hier das Ding können wir jetzt herstellen. Zack, genau. Jetzt haben wir sozusagen einen nagelbesetzten Baseballschläger. Das ist natürlich nice, Freunde. Das ist natürlich echt schön. Nice, damit können wir schön Köpfe einschlagen. So muss sein. Okay, lange Treppe. Oh Mann. Ich hab's nicht so mit Höhen. Hey Deke, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Deke, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Gegen Ende. Wäre es lustig. Aber ja, sehe ich genauso. Anstrengend. Okay. Mal sehen, was Boozer gehört haben will. Oh, da brennt's. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammt.
Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Boozer. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Ist es nur... Ich drehe hier allmählich durch, Deke. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Deke, Ende. Oh, scheiße. Ich muss fitter werden. Ja, sehe ich auch so. Die elende Treppe. Fast geschafft. Oh, komm schon. Na, ich mach weiter. Fast geschafft. Ah ja, fast geschafft. 3 Stunden später, wir sind unten angekommen. Wunderbar. Scheiße, bringt mich um. Okay, hier müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Ist wohl ein Zeichen. Klang wie Motorgeräusche. Okay. Er ist mein Bruder. 18%. Nice. So, jetzt muss ich... wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Da gehe ich doch mal rein. So, Fähigkeiten. Kann ich darauf? Fernkampf. Nahkampf, Fernkampf und Überleben. Fernkampf wäre vielleicht mal nicht schlecht, ne? So, was können wir denn hier Feines machen? Also, konzentrierter Schuss. Also, ich habe ja gelesen, wie gesagt, ich lese ja nicht allzu viel für neue Spiele, weil schöner ist es immer, wenn man ein Spiel auf eigene Hand erforscht, ja, und nicht allzu viel sich selber spoilert, was ist möglich, was nicht. Aber zumindest habe ich gelesen, dass es ja möglich ist, einen Fähigkeitsbaum auszubauen. Wir sehen ja in dem Falle schon 3 Fähigkeitsbäume. Nahkampf, Fernkampf und Überleben. Aber man kann nicht alle 3 Bäume komplett leveln, sondern man muss sich praktisch für eine Sache entscheiden. Oder sollte man sich entscheiden, wenn man einen Baum komplett leveln möchte. Ja, Überleben, was haben wir denn hier? Verlängert die Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebensansicht. So, was haben wir hier? Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Bietet die Chance, manche von einer Armbrust abgefeuerte Bolzen wieder aufzufinden. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Weil diese Munition, die findet man ja nicht allzu oft. Erledige einen Gegner, das hatten wir ja, glaube ich, schon gelevelt. Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren, auch wichtig, wenn man natürlich eine geile Nahkampfwaffe hat. Mehr Saft. Bin mir da echt nicht sicher. Die Fähigkeit beim Zielen mit einer Fernkampfwaffe Konzentration zu aktivieren. Zielen der Bewegung präziser mit einer Fernkampfwaffe. Die Fähigkeit auf einen Nahkampfangriff einen Fernkampf folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Ja, ich glaube, das werde ich nehmen hier. Wenn ich es nehmen kann. Ich kann's. Drücke es für einen Nahkampfangriff. Halte L gedrückt und tippe für einen Fernkampfangriff an. Okay. Ja, werden wir ausprobieren. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. So, unser Bike. Wir müssen uns auf den Weg machen. Ah, halt, hier ist noch eine Bierflasche. Ihr wisst Bescheid, Biker brauchen Bier. Der Lebenssaft eines Bikers. Na? Er will nicht. Doch jetzt. So. Und dann wollen wir uns mal auf den Weg machen zum Camp. Wow, wow, wow. St. John und Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und Verbindung ist wiederhergestellt. Verstanden. Für uns ist das vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu werden.
Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Komplett ändern. Radio Free Oregon. Scheiße, was hab ich vorgetan? Bushman, bist du wach? Ich fahr jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden Einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Und es fängt wieder an zu regnen, Freunde. Straßenweiber, verdammt. Ihr wartet wohl schon auf mich, hm? Ach Mann, und wieder bin ich direkt ins Camp mit meinem Motorrad. Wie dumm, Mai. Oh, Nick, hörst du mich? Langweilig. Puh. Da dachte ich, ich versuche mal wieder was zu bauen. Pass auf, deine Flanke! Schlag dir das Schwein! Er hat gewonnen! Na komm her, wo bist du? Oh! Fuck, Mann! Ich muss nachladen! Oh Gott, warte, Moment. Bewegen. Ist natürlich auch immer Mist, dass ich den linken Stick. Okay. Ach nein. Na, so jetzt. Achtung von der Seite. Oh, der war genau drin. Ich brauch Muni. Oh, war ein guter Schuss. Oh, was haben wir denn hier? Falle. Okay, mal kurz heilen. Oh, da ist noch einer. Na komm her. Ah, hier ist auch noch Munition. Das war der letzte. Okay. Verpisst euch vom O'Leary. Guck mal, ob ich hier noch was herstellen kann. Huch, Rauch auf dem Berg. Das haben wir fertig. Jawohl. Fortfahren. So, und jetzt wollen wir hier nochmal ein bisschen Verbände herstellen. So. Das haben wir. Also hier die ganzen Fallen ist schon heftig, ne? Das Sprengfallen? Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Hey, danke, Dick. Ja,
jetzt. Alter. Ruh dich aus, Bushman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, ja, verstanden. Buser Ende. Super. Dann hoffen wir noch mal, dass wir unseren guten Buser wieder gut heilen können, dass er wieder gesund wird. Hier ist Radio Free Oregon. Oh, guck mal hier, Bärenfalle. Wir kennen doch den Bodensatz dieses großartigen Landes. Leute, die in Kisten und Zelten auf der Straße lebten, weil sie sich den amerikanischen Traum nicht leisten konnten. Manche dieser Menschen kämpften für eben dieses Land nur, um von ihm fallen gelassen zu werden, sobald sie unbrauchbar waren. PTBS steht nicht für posttraumatische Belastungsstörung, sondern für pathologischer Beschiss der Soldaten. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch was Schönes finden. Sind wir tatsächlich? Die Regierung dachte, wir bräuchten Wohlfahrt und Almosen zum Überleben. Und wir zeigten ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das konnten sie uns niemals geben. Und ihr? Wollt ihr unser Vertrauen? Verdient es euch. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt. Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann, das habe ich nur getan. So, Freunde, jetzt gehen wir zum Motorrad. Wo haben wir's? Deke, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Druck. Ballerte rum und verschwand dann wieder. Ah, super. Ich sagte, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn lebend, Deke. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Okay, wir müssen da hinten lang. Dürfen wir. Alter. Quer durch den Wald jetzt hier mit dem Motorrad, Alter. Guckt euch mal an, wie mein Heck hier wegbricht. Nice, ey. Ah. Scheint hier auch nur zu regnen, Freunde. Geht's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Ruh dich aus, Buser. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Okay, mein Tank ist fast leer. Scheiße. Nick, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Buseman, nein. Du weißt doch nicht. Ich hau nicht ordentlich ab. Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Aber hier könnten wir schnell tanken. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Deke, das wäre mir echt wichtig. Ja, ja, Rosa. Jetzt ruh dich aus. Deke, ein Ende. Okay, sind wir kurz nochmal bei uns hier im Camp. Wo war jetzt? Ah, da hinten. Kann ich hier nochmal schnell voll tanken und dann fahren wir zum nächsten Ort. Na? Oh, gutes Timing. Gut, fast leer ist gut. Hat ja noch 48%. Aber heftig für diese kurze Strecke, dass wir da tanken mussten. Mal sehen. Das ist schon viel verbrauchen, ne? So, mal gucken. Karte. Also, wir sind hier. Was ist hier? Die Fahrtrüsten. Voll auf Droge. Oder? Jagd auf Leon. Ich glaube, wir machen das dann da hinten erstmal. Und das wäre welche Richtung jetzt? Kann man das auch irgendwie markieren?
Ah ja, okay. Lachgas-Boost. Ohne Lachgas vor Ort kannst du keine Boost durchführen. Kaufe eine Verbesserung im Kampf mit der... Alter, nicht schlecht. Okay, dann können wir natürlich auch schon schön ein bisschen boosten. So. Auf geht's. Hoffentlich hört es mal auf zu regnen. Weißwasser ist zum Waschen da. Aber das ist schon nervig. Ich meine, es ist cool gemacht. Gibt eine besondere Atmosphäre jetzt hier im Spiel, finde ich. Oh, was für ein geiler Drift. Habt ihr das gesehen? Schön um die Ecke geslidet. Ich finde, Benzin wird echt relativ schnell verbraucht hier, oder? Oh, wo sind wir denn hier? Ich vergesse immer, wie nah Savalieri Mountain ist. Frag mich nicht mehr. Oh, was gibt's denn hier? Wow, ein Feuerwehrauto. Können wir bestimmt noch mal vorbeikommen. So, wir müssen jetzt hier hoch. Hier rechts. Ah, schon ordentlich ver... Oh, ich höre schon wieder Geräusche. Mal, warum ist denn das hier markiert? Irgendwas ist doch hier, oder? Ah ja. Okay, das ist ein Fragezeichen hier. Ah, das will ich natürlich wissen. Das will ich natürlich wissen. Können wir hier nochmal nachladen? Können wir irgendwas machen? Okay, schauen wir uns mal um. Okay, was haben wir denn da? Weiter geht's. Okay. Muss ich hier rüber, um irgendwas zu finden, oder? Das ist es. Ah ja. Na gut. Wo? Na, ja, also. Kurz mal dran lutschen. Und dann wissen wir natürlich sofort Bescheid, was hier los ist. Ah, hier sind Fußspuren. Halt. Die muss ich bestimmt... Okay, da kommen wir her. Fußspuren zum Wasser. Und hier enden diese Fußspuren. Ah, da hinten. Nee, das ist ein Kraut, das ich hier nutzen kann. Ah, da hinten. Da hinten, da ist einer am... Oh, der ist wohl tot. Hier los. Ah, geht doch. Alter, heftig. Was ist passiert, ey? Hey, Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Busa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist. Was ist hier passiert, ey? Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ich glaube, das ist hier ein Nest. Danke, Dick. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Okay, ich höre immer noch Freaks.
Money, das ist auch nice. Da ist schon wieder ein Freak. Okay. Das war's für dich. Jetzt muss ich mal aufpassen, was wir jetzt hier looten. Hirschfleisch, okay. Und was noch? Bierflasche, okay. Nicht schlecht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Bike, würde ich sagen. Zurück zum Bike. Und dann wollte ich noch mal gucken, wir haben ja da auf der, dort am See, da haben wir ja auf jeden Fall noch Menschen gesehen. Ob es diese Reaper sind oder Drifter da drüben. Ihr wisst Bescheid. So, da versuche ich natürlich jetzt noch mal schnell ranzukommen. Muss ich mich wahrscheinlich auch anschleichen. Oh, was haben wir denn hier noch? Okay, was ist das jetzt hier drüben? Da wird jemand gefangen genommen, oder? Hier draußen leben nur Mörder, Drifter und Blöcke. Oh. Hä? Motorräder. Okay, zack, Knarre. Oh, fuck, du Geil. Alter, wie lange lädt der nach? Ja, besonders clever sind sie nicht. Na, komm raus. So. Oh, ist das... Okay. Ich weiß nicht, war hier jemand angebunden? Hätten wir die retten können? Die ist jetzt, glaube ich, draufgegangen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme aber die Waffe. Weil die hat, glaube ich, mehr Munition, oder? Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. So, auf zum Bike. Und dann werden wir uns zum nächsten Kontrollpunkt machen und die nächste Mission beginnen. Aber das erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, liebe Freunde. Bis dahin, immer schön lecker bleiben und tschüssing.